Der hat es links abbiegen müssen. Der hätte es einfach nur heiraten müssen. Da sagt er richtig, ey, halt die Klappe. Was ist denn dieses Gewippe hier? Entschuldigung. Hey Jungs, was immer war, weil ich immer noch kommen mag, euer Rüdiger Knipke hat sich verliebt. Hey Jungs. Ja, wer sonst schon? Einfach weniger. Nicht Parkhaus. Hier oben war der alle besetzt. B7. Ich mache seit neuestem immer ein Foto. Stellt mal so. Ich muss in exakt 58 Minuten in Bad Honnersheim am Konferenztisch sitzen. Sie schaffen das doch. Ja, klar. Thank you.
Finger weg. Mit dem Ohr ist gar nicht so schlimm. Gehört verboten, solche Uniformen, ne? Tschüss. Habe ich den Namen schon wieder? Bad Honnersheim. Honnersheim, ja. Normalerweise brauche ich mir da meine Eselsbrücke. Da ist leider keine Zeit. Theorie. Empfindlich. Keine Ahnung. Ich muss von draußen kommen. Ich bin's nicht. Szechuan, Zitronenpfeffer, Sternanis, Koriander. Ich hasse Koriander. Waldmeister. Hören Sie auf! Fahren Sie, bitte. Wie Sie meinen. Nicht jetzt. Fahren Sie! Bitte, fahren Sie! Meine Rede. Entschuldigung. Fahren Sie, Mann! Ist rot. Was? Na, warte, die Ampel ist rot. Welche Ampel? Jetzt nicht mehr. Vormann! Wenn ich diese Konferenz verpasse. Sie bringen uns um! Alle! Was ist denn für Leute? Jetzt ist wieder rot. Fahren Sie! Was soll denn das? Die Spuckse geht mein Auto, pass mal auf! Entschuldigung, das ist für meinen Führerschein. Ja, die Ampel ist grün. Ja, grün. Langsam. Anfahren. Was war das? Nichts. Alles okay, Chef? Sind Sie auf der Straße, Mann? Da vorne. Immer geradeaus? Ja, Mann. Oder siehst du hier eine Wendemöglichkeit? Wendemöglichkeit? Ganz schön gestellt, finde ich. Was habe ich gehört? Na, die Typen, die da hinter Ihnen her sind, die haben wir da schon lange abgehängt. Du kennst diese Familie nicht. Was, Mafia? Ja, bitte? Na, Familie. La Familia. Hey! Hast du den Arsch offen? Hä? Du hättest uns beinahe umgebracht! Ja, da liegen aber die Nerven blanke. Jetzt war ganz ruhig hier. Also wenn Onkel Rüdi eins kann, das Auto fahren. Fahr jetzt und halt den Mund. Nee, Sie. Fahren Sie. Wer glaubst du denn, dass du bist? Entführst meine Limo oder bedrohst meinen Fahrgast? Deine damit. Hände ans Steuer, bitte! Gut.
sieh einer an. Was ein Arschloch. Ja, du Arschloch. Hm? Telefon. Ich hab keins. Jeder hat eins. Ich nicht. Hier. Warum haben Sie kein Telefon? Ich schreibe lieber. Ist präziser. Hören Sie, junger Mann. Ja. Ich glaube, Sie haben mich geschnitten. Echt? Ach, nichts Schlimmes. Lass dich mir auch ganz oft rasieren. Hier. Schon gut. Doch! Ja! Bart von Eiswein. Nächste Ausfahrt. Haben Sie gesehen? Wer sagt's denn? Also, was soll ich jetzt machen? Abfahren. Nichts abfahren. Hören Sie. Ruhe! Ich muss zu dieser Konferenz. Fahren Sie ab! Hier wird nicht abgefahren. Ich steche zu! Ich muss zu dieser Konferenz! Ist abgefahren. Ich glaub's nicht. Dort und das Land. 11 Kilometer. Bad Hommersheim. Was ist denn so Richtiges? Honnersheim. Bad Honnersheim. Nichts ist da. Nichts. Gar nichts. Und Sie? Wo müssen Sie eigentlich so dringend hin? Weg. Scheiße hat er gebaut. Ich sag's Ihnen. Der Dreck am Stecken. Ja, nur schau dich doch mal an. Solche wie du, ihr habt da immer irgendwelchen Ärger. Meistens mit den Bullen. Schön wär's. Zivilbullen? Der vorhin, der fand Undercover-Bullen. Die Bärte, diese komischen Anzüge und so. Ich meine, Rollstuhl, hallo? So bekloppt kostümieren sich in Deutschland nur Undercover-Bullen. Ich tippe mal Drogenverhandlung. Das waren Eiches Brüder. Jo, 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 jo. Komm, sag's doch einfach. Was steckst du da drin? Was dealst du? Dope, Age, Crack? Ich hab mit Drogen nix am Hut. Erzähl mir da nichts. Ihr kommt hier zu uns nach Deutschland. Autos. Du schiebst Autos nach Polen. Sie müssen da abbiegen. Bitte? Da bin ich abgebogen. Also, was soll ich jetzt? Biegen Sie ab. Ja. Es reicht. Ich steche zu, Mann, ey. Nicht mich. Sie, Mieser. Diese Konferenz verpasst. Halt den dir, du scheiß Dealer, du Türkischer. Ich bin kein Türke. Links. Schluss mit dem Scheiß, ja? Und jetzt weiter. Geradeaus. Und ganz ruhig. Ich bin kein Dealer. Türke bin ich schon lange nicht. Lassen Sie mich aussteigen, bitte. Ich muss zu dieser Konferenz. Was? Ich kann zu Fuß gehen. Ich hab doch gar keinen Nutzen für Sie. Sie müssen bleiben. Der da vorne hat eine Macke. Aber auf Sie hört er. Also brauche ich Sie. Also bleiben Sie. So, jetzt hör mal zu, Freundchen. Bitte! Bitte. Nein, Sie bleiben. Na, wen guckst du denn da? Wer um Gottes Willen soll denn jetzt mal hinter uns her sein? Hier, draußen in der Pampa. Sie haben keine Ahnung. Ach so, ja klar, die Familie. Wessen Familie eigentlich? Mein Ex. Bitte? Mein Verlobter, also meine Ex-Verlobte. Heute war die Hochzeit. Mein Beileid. Ich glaub's nicht. Wegen deinem Beziehungsquatsch sind wir da hinten fast den Abhang runter? In den Boot? Ich habe nicht geheiratet. Ja, denn gerade hast du gesagt, du hast. Ich heirate keine Frau, die ich nicht liebe, okay? Dann musst du wirklich gut vertragen. Es leuchtet nicht mal. Hör mal zu, ja? Ich fahre hier und ich sage, wann der Tank leer ist und wann nicht. Halt endlich die Klappe, ja? Du gehst mir wahnsinnig auf die Nerven mit deiner blöden Gequatsche. Verstehst du? Sie sind neue Medianer. Ja, und Sie? Ausgetreten. Blond verloren? Für daher. Kirchensteuer, genau. Ich sag Ihnen. Die Familie Ihrer Braut hatte was dagegen, dass Sie von der Eheschließung zurücktreten. Sagen wir mal so, die sagen, wenn ich Eiche nicht heirate, bringen sie mich um. Also genauer, Ahmed, Bekim, Schlierim, die wollen mir die, also, die wollen die Eier abschneiden? Ja, echt? Apropos Eier, mein Schwager hat mir ein geiles Lied aufgenommen. Ich spiele Ihnen das mal vor. Ist allerdings ein bisschen. Ja, tausend Sachen vor uns liegen, ist ja noch ziemlich jung. Doch schon die ersten Jahre brachten viel Veränderung. Navi, Handy, Internet, all das hat sich bewährt.
Für den Mann von heutzutage bleibt eine Frage. Jetzt kommt's. Soll ich mir den Sack rasieren oder besser ausmachen? Das Problem kriegt Tag für Tag. Jetzt, Oman. Jetzt vielleicht auch für Momentan ersichtlich. Jetzt wird gepumpt. Da, 3 Kilometer kommt einer. Mann, die Familie von deiner Tante oder wer auch immer, die haben wir da schon lange abgehängt. Die haben überhaupt keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Arme nur Bekim sind bei der Kripo, ja? Die wissen schon, auf wen die Scheißklasse hier zugelassen ist. Wenn die nicht sowieso schon eine Fahndung rausgeschickt haben. Also doch die Bullen. Und außerdem, Scheiße, Mann, Scheiße! Ey, ich hab's gewusst. Die Scheiß Digga können wir tracken, Mann! Jetzt das Bein, das Standort und so! Bitte lassen Sie mich vorher noch mein Büro wegen irgendwas. So, jetzt sollen die mal sehen. Danke, nicht okay. Halt! Okay. Nix da. Okay. Es wird gedankt. Ich habe mal alle hier sitzen bleiben. Und ich muss telefonieren. Ich müsste auch telefonieren, dringend. Stichwort dringend. Er muss mal austreten. Ja, also, wie machen wir das jetzt? Okay, wir steigen alle hier auf meine Seite aus. Und ihr bleibt schön dicht bei mir, okay? Dass ich euch im Zweifelsfall abstechen kann. Sag mal, hörst du dir irgendwie selber zu? Klappe, Mann! Ach, so eine Kacke. Dann ziehen wir es an. Ich bin gleich wieder da. Halt! Wir gehen alle. Halt weiter damit. Die Tür bleibt offen. Was? Nee. Ich kann nicht, wenn ihr beide hier. Meinst du, ich lass dich hier alleine? Mit dem Fenster zu weit? Ich würde dir mein Ehrenwort geben. Du guckst doch viel fern. Mach jetzt. Wir müssen weiter. Ja, bitte machen Sie. Ich meine. Entschuldigung, Leo. Ja, nach Husten hat sich das auch nicht angehört. Könntet ihr euch vielleicht unterhalten? Ich kann nicht, wenn es so still ist. Ich müsste wirklich gleich dringend mit meinem Büro telefonieren. Bad Honnersheim. Die Konferenz? Ja. Was immer Sie tun werden, schließen Sie einen Ehevertrag. Falls Sie jemanden noch heiraten sollten, junger Mann. In erster Linie brauchen Sie keinen Priester, sondern einen guten Anwalt. Oder besser mehrere Anwälte. Ich will sie doch die Leute mal haben. Mit Frauen sollst du Spaß haben. Sonst nix. Aber dein Leben mit denen verbringen. Dein Leben, dann verbringst du mit dem Hund, oder? Mit deinen Kumpels, aber dann lieber nach Frau. Ich sag immer, Frauen sollen sein wie der Mond. Abends aufgehen, morgens weg sein. Aber Liebe? Liebe funktioniert doch mit dem Honey. Geld. Wen musst du denn jetzt so dringend anrufen? Ich glaube ja die ganze Geschichte mit der Hochzeit nicht. Ich glaube, es geht um Sie. Ja, schauen Sie sich doch mal an. Sie stecken ja für Männergeld. Ich hätte ja nie gedacht, dass in Gardinen so viel drin ist. Ja, geht um Sie. Also wenn Sie mich fragen, müssen wir nicht Kinder wegen hier. Der ruft jetzt bestimmt seine Komplizen. Auch nicht der letzte, unser Gangsterfreund. Wir können ja auch nicht mithören. Ich meine, wie schlau ist das denn? Wenn wir auch nicht hören, wird er jetzt mit seinen Gangsterkumpanen ausmacht. Bueno, non ho dato un giorno. Se siete messi in fermoce, sono da stare martesa. Non punta morto ogni volta se tu. E di no, è stato già due. Non ti spiego cosa con me. Fai spirito, due adonti. Ciao. Und, hast du neue Anweisung gekriegt? Sie wollten auch telefonieren. Mein letztes Kleingeld habe ich gerade unserem Entführer, ja. Schicksal. Alles klar, Mann? Soll ich reingehen? Ihr könnt bestimmt wechseln. Hallo?
Nein, nein, lassen Sie. Was ist mit Bad Honnersheim? Fahren wir weiter. Anhalten, was? So, jetzt fahr mal zu, Meister. Ab jetzt fahren Sie. Was? Das ist mit Verlaub keine gute Idee. Los, aussteigen, alle beide. Auf meiner Seite. Ich kann nicht wirklich Auto fahren. Was soll das? Jeder kann Auto fahren. Auto kann Handy. Ich habe keine Übung. Haben Sie einen Führerschein, ja oder nein? Ja, ich habe einen Führerschein. Ich verstehe jetzt nicht, warum er. Ich bin derjenige. Ich werde bezahlt für Autofahren. Verstehst du? Einsteigen. Ich hab an der Mietwagenfirma gearbeitet, kannst du schon den ganzen Tag sehen. Männer steigen ein, gurken los, Frauen spielen Lufthansa-Pilot. Wird erstmal das Cockpit durchgecheckt, verstehst du? Fahren Sie. Bitte. Ja, wie ein Weib, sag doch. Hallo, ich grüße dich. Was? Warum sagt man die Butterflöckchen auf Herdplatte? Hm? Unser Chauffeur ist verknallt. Offensichtlich, in die Rothaarige. Was, ich? Nee. In die? Also, wie? Sie sollten mal Ihr Frauenbild überprüfen. Ist was? Nein. Verstehe. Ein Moslem, der sagt, dass man sein Frauenbild überdenken muss. Ja, typisch. Keine Sau hat den Koran gelesen, aber jeder hat eine Meinung. Das liest sowieso keiner mehr. Mit dem Koran kenne ich mich nicht so gut aus, aber was die Bibel betrifft, das sage ich immer. Uns ging es allen besser, wenn Adam und Eva Chinesen gewesen wären. Die hätten den Apfel hängen lassen und die Schlange gefressen. Cool, hier hinten sitzen. Im Islam geht es darum, dass man trotz der Verschiedenheit der Geschlechter Gerechtigkeit zwischen beiden herstellt. Mann und Frau sind vor Gott einander ebenbürtig und gleichwertig. Das sollte man überdenken. Sie haben auch Probleme mit Frauen. Jeder Mann hat Probleme mit Frauen. Noch 13 Kilometer Reichweite. Dann ist das erklärt. Was ist das? Katzbach. Katzbach? Was ist das? Wenn es nicht weiter als 13 Kilometer entfernt ist, werden wir es bald rausfinden. Kann ich
kein Benzin. Aber Sie können hier vielleicht telefonieren. Er kann jetzt zumindest die Beine vertreten. Sie wollen gar nicht mehr telefonieren. Nein, im Moment nicht. Gutes Messer. Und jetzt? Wollt Pause? Fernab jeglicher Zivilisation. Mein Gott, das ist ein Piskow. Hier ist ja nix. Ja, wie in dem Film mit Bert Reynolds, ja, wo die da mit den Kanus. Ich meine, gibt's ja in Deutschland Inzucht in so Dörfern? Vielleicht ist das ja auch so eine Ecke. In dem Film, da werden die doch von diesen schwachsinnigen Einheimischen in Hinterle. Schwer von Achtern. Ja, so ist das. Da laufen lauter Vollidioten rum. Ein Vollidiot fickt den anderen. Und wisst ihr, was dabei rauskommt? Zwei Vollidioten. Hi. Ey, Jungs, ich hab gerade von dem Film aus den 70ern erzählt. Mit. Du bist ja kein Junge. Du bist ja eine Frau. Hätte ich so jetzt ja nie erkannt. Ey, Supermaschine. Ist deine? Na klar, Farbe, ne? Ah, guck mal, hier ist ja ein. Schminkspiegel. Hoppala. Oh Mann, hätte ich nur geheiratet. Los, fahren Sie! Fahren Sie! Jetzt fahren Sie doch mal fahren! Nicht rückwärts! Was für eine Kacke, jetzt fahren! Vorwärts fahren Sie! Was ist, wenn die uns verfolgen? Da standen doch diese Pickups. Ich sehe nichts. Stimmt, wir müssen von der Straße runter. Kann man ja jeden Tag in der Zeitung lesen über diese Rockerkriege. Horror! Wir brauchen dringend Benzin. Ach, wenn man Sprit sparen will, dann sollte man niedertourig fahren. Ja? Und nicht wie eine Frau. Ist ja, dass sie vom Auto fahren, keine Ahnung haben. Ich meine, zum Beispiel Formel 1. Schon mal was von Michaela Schumacher gehört? Hallo? Sag mal, was ist eigentlich dein Problem? Sie haben echt eine Macke. Du sie. Vielleicht kannst du einfach mal entscheiden. Und mir wäre lieb, wenn du mich mit Herr Knipke ansprichst. Ja? Also, was für ein Problem? Mit Frauen. Ich. Wenn du redest von Frauen, wie wenn? Als. Wie? Als wenn. Wie wenn? Nicht so wichtig. Sie reden von ihnen respektlos eben und abschätzen. Nee. Ich sag nur, Frauen sind vom Mond, Männer sind vom Mars. Das geht nicht, das passt einfach nicht zusammen. Geht ja schon beim Fernsehen gucken los. Also, wenn ich meine Kumpels frage, wie die mit ihrer Alten von der Glotze sitzen, ist da immer dasselbe Spiel. Sie will irgendwas gucken, mit möglichst viel Gequatsche, Händchen halten, Geigen und so. Und Jungs? Wollen zappen. Genau. Aber mir ist sowas nicht. Ich nehme den Drücker in die Hand und sage, Schatz, willst du noch was sagen, bevor die Bundesliga-Saison losgeht? Gewisse Dinge kann man mit Frauen nicht machen. Urlaub ist auch ein Problem. Ich will entspannen, schön am Pool liegen, einfach mal nichts tun. Und Sie? Wild shoppen. Genau. Vielleicht habt ihr beide bisher nur nicht die richtige gefunden. So wie du. Am besten, man bleibt ihnen fern. Wir werden sie natürlich anzeigen, ist ja klar. Niemals, wir holen uns! Hey! Bert! Bert! Telefon! Ja, hallo. Ja, wir hätten hier einen Fall von grobem Vandalismus vor Anzeige zu bringen, ja?
Das ist ja direkt eine Pension, eine große Kur- Nee, aber wir haben Nummernschild. Ja, ich sage Ihnen... Ich muss mit dem Handyverbot am Wochenende, Chef. Schaut's! Ja, hallo, ich bin da dran. Alles klar? Gut, dann warten wir hier. Ja, bis dann. Tschüssi. Seit er sich verliebt hat, quatscht er nicht mehr so viel. Das habe ich gehört. Verliebt, ey. So ein Quatsch. Ihr Rothaarige. Ihr habt's ja doch nicht mal alle. Was war das? Wir haben irgendwas überfahren. Oder angefahren. Quatsch. Die Touris? Welche Touris? Ja, die Wanderfrauen. Das war 4-5 Kilometer zurück. Vielleicht gibt es mehr davon. Gab. Was? Ich glaube nicht, dass man sowas überlebt. Was auch immer Sie von Ihnen denken, Sie müssen Sie nicht gleich überfahren. Der Frauen meine ich. Was liegt denn da? Ich schätze, sie war auf der Stelle tot. Ja. Es ist so gefährlich, die Straße entlang zu wandern. Scheiße! Scheiße! Mein Führerschein. Findet ihr das lustig, ja? Ach, eine Wildsau. Lateinisch aber. Eine Delikatesse, wenn richtig zubereitet. Bei diesem Exemplar hier handelt es sich übrigens um einen Überläufer. Ein Keiler, also ein männliches Wildschwein. Oh oh. Oh. Oh, oh, oh. Finden tun sie uns hier bestimmt nicht. Wer weiß, wo wir sind. Jetzt ist 5. Kurz vor 12, da war meine Abfahrt nach Bad. Honnersheim. Tut mir leid. Mir auch. Echt? Da ging es sicher um verdammt viel da in Bad Honnersheim. Also sicher um Millionen. Oder? Also ist ja alles meine Schuld. Ich wollte das alles nicht. Auch das mit dem Messer. Dass ich sie damals geschnitten habe. Ich meine, ich studiere Sozialpädagogik und ich... Hauptsache, Sie haben nicht geheiratet. So, was jetzt? Sie holen Benzin! Was? Ich gehe zu Fuß! Und ihr, Freunde? Wir kümmern uns ums Essen. Denken Sie das? Wilder Lorbeer. Es gibt kaum Menschen, die wissen, wie viele verschiedene Kräuter in unseren Wäldern wachsen. Das dunkle Lungenkraut. Die stinkende Nieswurz. Das Waldhabichtskraut. Der Waldsauerklee. Bärlauch. Die Hagelwurz. Und der Waldmeister natürlich. Also, ich kenne nur Jägermeister. Kennst du meinen Lieblingswitz? Den Slivovitz. Kumpel von mir erzählt den immer mit Dornkart, aber das funktioniert nicht so richtig. Und nicht zu vergessen, meine Herren. Wir haben Zeit. Alle Zeit der Welt. Ja.
Vorhin das am Telefon. Das ist nur meine Mutter. Sie heißt Bora, sie ist daheim. Das haben Mütter so an sich. Ich meine, da, wo ich herkomme, also wir, aus Mazedonien. Perfekt. Finden Sie? Mazedonien. Amtliche Republik Mazedonien. Aufgrund eines Namensstreits mit dem südlichen Nachbarn Griechenland, auch kurz als Führung, Former Yugoslav Republic of Macedonia bezeichnet. Das Land leidet unter einer schwachen Volkswirtschaft, hohen Arbeitslosenzahl und einer miserablen Infrastruktur, sowie unter aufgrund dessen fehlenden Investitionen. Das bezieht sich dann auf Leute wie mich. Das mit den Investitionen meine ich. Nichts zu holen bei euch zu Hause. Also wenn Sie Geld meinen, haben Sie wahrscheinlich recht. Ich meine immer Geld. Wie meine Mutter. Sie jagt auch. Und sie macht den besten Hirschbraten in ganz Mazedonien. Das war's. Nee. Meine Haare. Alle starren immer wieder auf meine Haare. Ja, die sind ja auch sehr schön. Echt? Ja. Fast wie ein Mädchen. Sag mal, pass mal. Da hinten an der Tankstelle. Da war ein Mädchen, die hatte genauso. Du bist verknallt. Quatsch. Nee. Verknallt in jeden Frau, ne? Also nicht, was du jetzt denkst. Soll ich die mitnehmen? Klasse. Ja, super. Ja. Festhalten. War alles. Wo er eigentlich heute eintreffen sollte. Die Ehefrau des 56-jährigen Milliardärs alarmiert die Behörden, nachdem ihr Mann heute Morgen auf dem Weg nach Patronasheim verschwand. Karl Otto ist in fünfter Ehe mit dem Familiengeborenen Kai verheiratet. Gerüchten zufolge sollte die Ehe heute in diesem Nobelhotel von Patronasheim geschieden werden. Auch Schotts Anwälte äußerten große Sorge um das Wohlergehen ihres Mandanten, da Schott in privater Angelegenheit und ohne Personenschutz unterwegs war. Auch eine Entführung wird laut Behörden nicht ausgeschlossen, da Schotts Scheidungen in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen sorgten und ihn die Forderungen seiner Noch-Ehefrau nach einer Abfindung in Höhe von 700 Millionen Euro zum natürlichen Ziel für Erpresser machen. Na dann, ich muss da mal los. Mein Haufen hat ein bisschen Brass mit drei Arschlöchern. Die haben der Babs in dem Herrn die Maschinen geschrottet und das sind Kumpels von mir. Wenn wir sie finden und gehen mal davon aus, dass wir sie finden. Das Schwänzchen abgeschnitten. Die Reihe. Das Hemdchen. Und du weißt, was ich meine. Hey! Ist keine Schnulle? Riecht verdammt lecker. Wildschwein eigentlich auch Schwein? Ich halte mich an Ihren Salat. Kräutersalat. Schott. K.O. Schott. Lies Duscher. Karl. Freut mich, Karl. Ganz meinerseits, Lies.
vorhin von wegen. Gott, wie die Zügel lachen. Wir sitzen stundenlang zusammen im Auto. Ja, Boss. Los, das ist doch nur ein Wildschwein. Lassen Sie doch einfach los. Was sind Sie denn für ein Mensch? Da sitzt man stundenlang zusammen im selben Wagen. Entwickelt, ich würde schon sagen, ein Vertrauensverhältnis. Und dann belügen Sie mich, wenn ich so ein blöder Fahrer, dem man hier irgendeine Scheiße erzählen kann. Sie sind ein Charakter schon. Von Charakter würde ich an Ihrer Stelle nicht reden. So wie Sie über Frauen sprechen. Immer noch besser als Lügen. Sie müssen reden. Ja, ich rede wenigstens nur. Der feine Herr ist 5-mal geschieden. Echt? Boah. Dafür verleugne ich nicht meine Gefühle. Nee, Sie haben gar keine. Das ist besonders gut, jetzt sind gerade auch nicht über Frauen kann. Und Sie? Ich? Ja, du. Du läufst vor ihnen weg? Das ist es. Angstphasen seid ihr, alle beide. Ey. Moment mal. Ja, ihr habt Angst vor Frauen. So sieht's nämlich aus. Vor wem? Und Sie? Du hast dich vor uns im Auge verliebt, du! Ja, und geben Sie doch nicht mal zu. Sie sind der Angsthase. Glaubst du, Sally? Stockholm-Syndrom. Syndrom? Ja, ganz typisch. Also, wenn ich euch beide so anschaue, ich würde mal sagen Lehrbuch. Sie sollten wirklich weniger Fernsehen gucken. Stockholm-Syndrom ist, wenn Opfer von Geiselnahmen ein positives emotionales Verhältnis zu ihren Kidnappern aufbauen. Und ihr beide seid gerade dabei, ein positives emotionales Verhältnis. Setzen Sie sich doch erstmal hin. Ich esse nicht mit Geiselnehmern. Und mit Lügnern schon, Larry. Ja, habt ihr denn eine Zeitung gelesen von der Scheidung? Habt ihr euch gedacht, das ist ja mal ganz leicht verdientes Geld, oder? Scheidung? Ja, wenn er 700 Mio an seine Alte abdrücken kann. Da hast du dir mit deinen Moslems hier diese ganze Nummer ausgedacht. Stimmt doch, oder? Immer noch besser als arbeiten. Was ist jetzt eigentlich mit der Elisabeth Geraldine? Was soll ich mit dir sagen? Meine Frau, meine Ex-Frau. Noch Frau. Ist ja eine fünfte. Mann, noch mal. Das ist typisch. Das ist ganz typisch für solche Menschen. Da heiratest du ein junges Ding, hast Spaß, hast ja genug Geld. Aber dann wird die älter und runzlig. Ja, da wird sie abgefunden. Da schnappst du dir was Neues, was Jüngeres eben. Hast ja genug Kleingeld. Dann wird die aber auch älter. Frauen werden ja viel schneller älter. Dann gibst du ihr Geld, schickst sie zum Chirurgen, bis sie aussieht, als würde sie permanent im Windkanal stehen. Ja, und dann kannst du den Anblick leider auch nicht mehr ertragen. Dann geht das ganze Spiel von vorne los. Hochzeit, Scheidung und die nächste. Stimmt das? Na los, jetzt sagen Sie es unserem Gangsterfreund hier. 4-mal geschieden. Und laufen. 5, 6, 7, 8. Stimmt's? Also habe mir gedacht, wende mal an, was du im Studium lernst, liest Tuscha. Da bin ich rein und habe sie mit meiner elementaren, emotionalen Befindlichkeit konfrontiert. Was hast du gemacht mit dir? Naja, ich habe ihr halt gesagt, dass ich sie nicht heirate, weil ich sie nicht liebe. Das war natürlich ein bisschen sehr elementar. Also, ein bisschen spät dran warst du mit deiner emotional. Ich meine, die war ja schon im Brautkleid und alles. Ja, schon. Es war schrecklich auch für mich. Auch ein Romantiker an der Tage. Ich bin kein Teil. So, musst du wirklich 700 Millionen Euro bezahlen? Man sollte nicht alles glauben, was in der Zeitung steht. Komm, im Fernsehen. Ich hätte ja nie gedacht, dass man mit Gardinen so viel Kohle machen kann. Du machst gar nicht in Gardinen? Nicht, dass ich wüsste. Sie sind ja nicht meine Fuhre. Das Ganze hier ist eine Verwechslung. Am Flughafen, da habe ich die Schilder verwechselt und der blasierte. Ach du Scheiße.
Kämpfen mit dir. Hm? Er ist nicht bei der Kripo. Sondern? Import, Export. Verstehe. Andere Abteilung. Ein Armin. Armin heißt der, nicht Armin. Jetzt haben wir schon Araber bei der Kripo. Gibt's ja gar nicht. Naja, da habe ich gestern gar nicht so drüber nachgedacht. Siehst du mal. Gesuchte Fahrer der Limousine. Was da? Das ist der Mann. Exakt. Ja. Was ist mit dir? Ist dir nicht gut? Was? Was? Warum flüstern die? Kennst du den Mann? Kennst du den Mann? Er mag meine Haare. Was soll denn das? Entschuldigen Sie. Sie haben Ihre Brieftasche verloren. Danke. Entschuldigung. Fällt dir schwer? Ja. Hast du? Ja. Fällt mir schwer. Jungs, wenn das hier böse enden sollte, ich wollte euch mal sagen, hey, also ich finde euch voll schön, ich kenne ja ganz so. Ja, ihr seid cool. Alle beide. Ganz meinerseits. Also ich habe gehört, ihr Moslems seid in so einem Fall nicht gerade zimperlich, oder? Ach ja? Ihr Moslems. So. Hast du also was gehört? Ja, habe ich. Also ich meine, ihr da unten, ihr erschlagt, erstellt, steinigt. Kastriert, blendet, kapitiert, vierteilt. Schon mal die Bibel gelesen? Nee. Was ist mit Scheiterhaufen? Ja, alles gut. Ja, ich finde, wir sehen das ganz emotionslos. Ja, wie jetzt? Wir lassen die Betroffenen entscheiden. Nee, das ist gut. Also, Bert, geh mal zur Seite. Also, was meint ihr dazu, ne, ihr Schwuchteln? Ja, was sagt ihr dazu? Was ist? Ich die. Ja, aber das sind doch die Betroffenen. Ja, nee, Geschädigte. Ach, Geschädigte. Herbert, Bert. Genau das meine ich. Die Geschädigten entscheiden das, alles klar? Herbert. Genau so meint er das. Weißt du, was komisch ist? Drei Typen, voll in der Scheiße. Wer ist schuld? Frauen. Ich meine, warum sind wir hier? Ja, ich wegen den Stewardessen. Du, weil du deiner Verlobten davon gerannt bist. Und du, weil du unbedingt zu der Scheidung mit der Elisabeth Geraldine musste. Frauen. Thank you.
Du bist ein Idiot, Listusche. Du sagst, du kannst mich nicht heiraten, weil du mich nicht liebst? Das glaubst du doch selber nicht. Du hast doch nur Angst vor der Liebe, vor den Frauen. Im Notfall habt ihr Angst, ihr Kerle. Alle. Was? Ich fahre jetzt in unsere Flitterwochen. Usedom. 14 Tage sind gebucht. Und du hast Zeit bis morgen für dir zu überlegen, ob du mitkommst oder nicht. Was ist jetzt? Scheiße! Motor! Guten Morgen. Genau, ich hab eine Überraschung. Ach was? Aber die war fleißig. Schatz, nimm selber sie. Nee, bin in Tour 2. Irgendwas stimmt ja nicht. Stimmt. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber was? Au! Jetzt stimmt's wieder. Nee, stimmt immer noch nicht. Also was stimmt denn nicht, Chef? Ja, woher soll ich denn das wissen? Aber du weißt doch immer alles. Ja, bin ich hier. Moment, halt! Jetzt stimmt's wieder. Toll. Wie du das immer machst. Jetzt stimmt's. Oh. Ja, genau. Mein Rüdiger, ich wollte das alles so nicht. Ich konnte das nicht verhindern. Nein, das ist auch Quatsch. Herr Knäppler, also, ich konnte nichts dafür. Das hört sich komplett bescheuert an. Du bleibst einfach ein bisschen männlicher und sagst, mein Rüdiger, ich wollte das wirklich nicht. Das ist ein bisschen blöd gekommen und ich konnte das. Oh ja. Hey, was soll das? Kamouflage. Tarnung. Auf drei. Auf drei was? Okay, auf drei. Sie sind weg. Eins. Alle drei! Zwei, drei. Wir hauen ab! Hey! Haut ab! Wir sind hier abgehauen! Alle drei! Das ist keine gute Idee. Das ist wirklich keine gute Idee. Hör auf, hier herumzulamentieren. Fahr jetzt! Rumzulamentieren? Da ist er wieder, diese gestellte Bolt. Cool, Chef. Thank you.
müssen wir fahren. Rechts, hey, wir müssen nach Süden. Ja, bis Süden bin ich mal gelandet. Sag mal, ich hab nicht dein Altes getankt. Ja, hab ich ja auch. 5 Liter, aber mit deiner Fahrweise, da kommen wir höchstens. Bis zum nächsten Bau! Das links abbiegen müssen. Ja. Das einfach nur heiraten müssen. Da sagt er richtig, halt die Klappe. Was ist denn mit diesem Gewippe hier? Entschuldigung. Hey Jungs, was immer war, weil ich immer noch kommen mag, euer Rüdiger Knöpke hat sich verliebt. Nee, Jungs. Gott sei Dank hast du den nicht geheiratet. Sonst wärst du jetzt schon Witwe. Genau, positive thinking. Halb volles Glas, halb leeres Glas. Sie hat auch nicht. Wir haben Angst vor Frauen. Ich meine, schau dir mal die Pin-Ups an, die bei uns im Spind hängen. Was haben die alle gemeinsam? Große Titten. Ja, das auch. Vor allen Dingen gucken die blöd und harmlos. Die Bilder, wo die clever aussehen, die wird sich auch keiner an den Spind hängen. Ich war natürlich auch mal verliebt. Natürlich. Einmal. Ich habe sie auf der Universität kennengelernt. Sie war ein Jahr jünger als ich. Ich habe sie sehr geliebt. Ich habe sie umworben. Und wir verbrachten immer mehr Zeit miteinander. Und irgendwann, eines Tages, da hat sie mir gesagt, dass sie noch nie einen Menschen so geliebt hatte, wie sie mich liebt. Ich war im 7. Himmel. Wir haben uns verlobt. Ich habe mein Studium abgeschlossen und natürlich die Firma meines Vaters übernommen. Und dann haben wir geheiratet. Und ich war der glücklichste Mensch auf Gottes Erdboden. Der allerglücklichste. Mit großem Abstand. Und dann? Karl? Zeit miteinander. Ich habe sie auf Händen getragen. Wir lachten. Wir liebten uns. An einem Freitagnachmittag ist sie ausgezogen. Sie sagte, ich sei der nächstbeste Firmenerbe gewesen und Mädchen müssen noch mal sehen, wo sie bleiben. Sie lächelte, gab mir einen Kuss und war weg. Einfach so. Ich hatte dann noch eine Weile mit ihren Anwälten zu tun. Die haben alle Register gezogen. Seelische Grausamkeit, unüberbrückbare Differenzen, emotionale Kälte. Ja, so war das mit meiner ersten großen Liebe. Mit meiner einzigen großen Liebe.
Das war irgendein Lärm. Also, Frühstück, Jungs. Was ist mit denen da unten? Die werden schon okay sein. Woher willst du das wissen? Weibliche Intuition. Jahrtausend, das schon vor uns lebt, ist ja noch ziemlich jung. Doch schon die ersten Jahre brachten viel Veränderungen. Navi, Handy, Internet, all das hat sich verändert. Ey, jetzt sag doch mal, wo kommen wir denn jetzt hin? Eine Frage ungeklärt. Soll ich hier den Sack rasieren oder besser nicht? Das Problem kriegt dafür dann ein schweres Gericht. Dass Frauen nicht naturbehaart sind, ist heute allen klar. Doch ungeklärt trägt der Mann von heute unten Haar. Jungs, dass ihr das für mich gemacht habt. Das Foto. Ja. Sie gefällt dir. Sie ist deine Mutter. Bora, die Jägerin. Hirschbraten. Ich liebe Hirschbraten. Aber ich fahre.